Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach eure eigene Herbstdeko erstellen könnt. Also, raus mit euch, sammelt Blätter, Kastanien, erntet eure Kürbisse und dann ran an den Laser und gravieren. Bis gleich! Wir sind zurück von unserem Herbstspaziergang und haben viele Blätter, Eiche, Kastanien gesammelt. Die Blätter lassen wir jetzt schon oder haben wir getrocknet in einer Blumenpresse. Könnt ihr euch auch übrigens in die Winde selber gravieren und ausschneiden. Und nun können wir die Blätter auf eine ebene Oberfläche kleben, beispielsweise eine MDF-Platte, und können sie dann gravieren. Im nächsten Schritt suchen wir uns ein Stück MDF aus, auf welches unser Blatt passt, und nutzen dazu etwas Malerkrepp, um dies zu fixieren. Achtet bitte darauf, dass das Malerkrepp nicht allzu stark ist, denn hier gilt wie allzu oft, weniger ist mehr. Sollte euer Malerkrepp oder Klebeband zu stark sein, kann es später dazu führen, dass sich das Blatt beim Abmachen von der MDF-Platte beschädigt. Das Blatt soll auch nur an der Platte festgehalten werden, da es sonst durch die Absaugung des Lasercutters verrutschen würde. Fixiert also vorsichtig die Ecken und legt es dann in den Laser ein. Wir haben uns auch schon den roten Markierungslaser angeschaltet und positionieren das Blatt mittig darunter. Wie der Laser genau funktioniert, seht ihr in einem unserer anderen Videos. Mit dem Fokus-Tool stellen wir noch den richtigen Abstand ein und dann können wir schon unsere Datei zum Laser schicken. Für die Parameter orientieren wir uns am Papier. Mit 100% Speed und 10% Power haben wir besonders gute Ergebnisse erzielt. Die erste Datei ist also eine reine Schnittdatei. Der Laser fährt die einzelnen Linien ab und ist nach einigen Sekunden auch schon fertig. Besonders gut kommt diese Technik zur Geltung, wenn man das Blatt gegen das Licht hält. Oder zum Beispiel in einen Glasrahmen vor das Fenster hängt. Als nächstes testen wir das Gravieren. Wir befestigen das Blatt wieder auf einer MDF-Platte und legen es in den Laser ein. Für die Dateien verwenden wir das Vektorprogramm Illustrator. Wie ihr mit Illustrator umgeht und wie ihr das machen könnt, seht ihr im Video von Jakob, welches wir euch verlinkt haben. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Also haben wir gleich noch im Anschluss mit einem weiteren Blatt einen Versuch gestartet. Nun geht es an die Kastanien. Guckt beim Sammeln der Kastanien bitte darauf, dass die Kastanien eine ebene Oberfläche haben, damit ihr auch ein gutes Ergebnis erzielen könnt. Mit etwas Knete platziere ich die Kastanien auf ein Stück MDF, sodass sie später nicht wegrollen können und eine möglichst ebene Fläche bilden. Die Knete ermöglicht es auch einem, dass man die Kastanien einfach zum Laser transportieren kann. Als nächstes stellen wir den Fokus ein und bringen den Nullpunkt des Lasers wieder auf die Mitte der Kastanie.
Nun wird wieder die Schutzabdeckung vom Laser geschlossen und der Laservorgang kann gestartet werden. Jede Kastanie sollte seinen eigenen Laservorgang haben. Wir können euch auch nicht empfehlen, mehrere Gravuren auf einer Illustrator-Datei abzubilden. Dies kann später im Endeffekt dazu führen, dass die Kastanien nicht genau an derselben Stelle angeordnet sind wie in der Illustrator-Datei und dies dann zu Fehler bei der Gravur führen kann. Dies mag zwar mehr Arbeit im Endeffekt zu bedeuten, aber das Ergebnis kann sich dadurch auf jeden Fall sehen lassen. Die gravierten Kastanien sind nicht nur wunderschön als Dekolement zu gebrauchen, sondern können auch zum Beispiel als Spielfigur in einem selbstgebastelten Herbstbrettspiel dienen. Geheimtipp: Mithilfe eines Bohrers und eines Schlüsselrings kann man auch so einen stylischen Schlüsselanhänger basteln und diesen an seine Lieben verschenken. So, dann ernten wir jetzt mal unseren schönen Kürbis hier im Green Space. Und ich erzähle euch mal, worauf ihr so ein bisschen achten müsst, wenn ihr euren Kürbis, euren Hikaido am besten erntet oder halt kauft, worauf ihr am besten achtet. Wie gesagt, wir empfehlen Hikaidos, weil diese sind oft orange, haben eine gute Textur. Wenn es kein Hikaido ist, ein normaler Kürbis ist, achtet darauf, dass der besonders einheitlich ist, dass da nicht so viele Riten drin sind. Und dass er hell ist, desto heller, desto besser sieht man auch später die Gravur. Und dann bringe ich mal den Kürbis ins Bett. Danke, Felix. Der Kürbis direkt aus dem Green Space. Dann können wir gleich loslegen mit dem Lasern. Ich lege den Kürbis jetzt auf eine ebene Unterlage und stabilisiere ihn ein bisschen mit Knete, damit er beim Lasern nicht wackelt und verrutscht. Zuerst suche ich mir eine möglichst glatte und ebene Fläche beim Kürbis. Diese hier gefällt mir ganz gut. Dann messe ich mir die Größe der Fläche aus und erstelle am Computer ein Dokument in entsprechender Größe mit meinem Wunschmotiv. Eure Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Damit der Kürbis in den Lasercutter passt, muss ich das Bett sehr weit nach unten fahren. Dann hineinlegen und fokussieren. Wie auch schon bei den Blättern nutze ich die Mitten-Nullpunkt-Einstellung vom Laser. Die Fokuseinstellung habe ich natürlich mit der Unterlage noch einmal wiederholt. Nun kann schon gelasert werden. Je nach verwendeten Parametern und Kürbissorte kann die Gravur heller oder dunkler sein. Probiert einfach aus, was euch am besten gefällt. So leicht kann man aus einem einfachen Kürbis einen herbstlich individualisierten Kürbis machen. Viel Spaß beim Ausprobieren unserer herbstlichen Laser-DIYs. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Weitere Inspirationen findet ihr auch auf unserem Instagram-Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!